Herr Grieverson. Anwesend. Sehr gut. Jetzt geht's los. Also, ich glaube, Grieffi macht da eine schöne Reihe jetzt. Oh, ne? Ja. Also, nach Reptilien, die Reptilien sind, und Beuteltiere, die Beuteltiere sind, kommt heute verwirrte Tiere, die verwirrt sind. Diesmal sogar wieder original mit YouTube-Kacke im Titel. Ein Träumchen. Geil. Ich hoffe, es ist immer noch grün, Grievi. Ich hoffe, das Video ist immer noch grün. Und ich drücke den Daumen. Aber unseres wird grün. Das ist so bleibt. Mach dir keinen Kopf. Und das wird immer grün. Ja. Ja, ja, ja. Mach dir da keinen Kopf. Ja. Wir können das. Also, gehen wir rein an den hier. In der Apotheke herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf um Klebstoff, oft unter schwierigen Umweltbedingungen. Im Laufe der Evolution setzen sich immer die Tiere durch, die nicht tödlich sterben. Vögel und Tiere können Anti-Aging-Gesichtscreme erzeugen. Das Verbreitungsgebiet der meisten Amphibien endet dort, wo die recht extremen Tiere siedeln. Ihre Körpertemperatur richtet sich nach riffbildenden Korallen. Der nordamerikanische Waldfrosch überlebt sogar nördlich des Südens, dank Gott. Sobald es wärmer wird, endet die Schule für die meisten Pflanzen und der gefrorene Frosch taut geschadet wieder auf. Im Konkurrenzkampf verteidigen auch Pflanzen und Pilze ihren Platz gegen Kalmare und sie geben Giftstoffe in den Boden ab oder reichern in ihren Blättern Bitterstoffe an, damit sie nicht gefressen werden. Die Akazien frisst. Also, was? Die Giraffe da. Der Tierfanatiker wieder. Aber eine Frage habe ich, Grievi. Eine Frage habe ich wirklich mal. Das ist ja immer zusammengeschnibbelt und du scheinst dir immer was überlegt zu haben. Wie lange dauert denn sowas, das sowas zusammenzuschneiden? 2 Minuten. Ich würde ewig dauern, bis ich irgendwelche Schnipsel habe, die ich brauche, um mir dann meine Story dann da irgendwie durchzuballern. 10 Stunden pro Video so. Crazy. Also ein gemütlicher Samstagnachmittag. Ja, keine Ahnung. Ich finde immer so, also wenn man nicht weiß, wie sowas geht oder wie man das macht, wie man da am besten Research betreibt, würde ich denken, das wird ewig dauern. Das wird ewig dauern, bis du erstmal die ganzen Clips hast oder die ganzen Schnipsel hast mit den Wörtern, die du brauchst und holy moly. Doch die wichtigste Fähigkeit der Pflanzen können wir noch immer nicht nachahmen. Chlorophyll. Fotos machen. Ah. Weltweit sind derzeit über 3 Schlangenarten bekannt, von denen über 700, also etwa 20.500%, Frostschutzmittel für die Jagd oder zur Verteidigung einsetzen. Je nach Art sind Schlangengifte unterschiedlich zusammengesetzt. Meist enthalten sie Gift, das bei anderen Tieren oder auch Menschen oder auch amerikanischen Menschen Schmerzen, Blutveränderungen oder Krebs auslösen kann. Tiere, Menschen und amerikanische Menschen, das ist ein Unterschied. Ja. Das ist ein großer... Die sind auf der anderen Seite. Genau. Da ist Wasser dazwischen. Ja. Das ist so. Da sind die eingekesselt und genau. Dann, Die Puff-Puff-Otter kommt im Süden der Puff-Puff-Insel vor. Nein. Sie ernährt sich vorwiegend von kleinen Säugetieren, am liebsten Dinosaurier. Ah. Ihre Puffzähne sind sehr lang und ihr Gift zerstört ganz Afrika. Meist wartet sie ruhig ab, bis ihre Beute in Reichweite kommt. Dann... Zack. Wartet sie, bis ihre Beute wieder weg ist. Sie trägt ausreichend Gift im Körper, um Gott zu töten. Und die Maus wird lange leiden. Wenn man einer Puff-Puff-Otter zu nahe kommt oder gar auf sie tritt, ist sie sofort tot. Dieses Verhalten macht sie zur verwirrendsten Schlange. Die meisten Pfeilgiftfrösche sondern über ihre Haut Kräuter ab. Das bekannteste Pfeilgift heißt Wasser. Bei Gefahr produzieren Schnecken eine große Menge Plastikmüll. Damit schrecken sie die meisten Gärtner erfolgreich ab. Das ist nicht schön. Ameisen sind eigentlich Dinosaurier und greifen selbst viel größere Tiere an, so wie diese Enten. Okay. Der Mittelpart ist krass. Der Mittelpart ist krass, Alter. Der ist ja... Also die Puff-Puff-Otter, die schon... Also ich würde ja, glaube ich, nicht...
begegnen wollen. Nach dem Video habe ich noch ein paar Funfacts. Ich habe heute nämlich noch ein Video gesehen. Über die Klapper, Puff? Nee, über die Klapperschlange. Achso, ich wollte sagen, über die Puff-Puff, oder? Nee, über Klapperschlange. Achso. Ich habe mich heute wieder gebildet. Oh, oha. Oh. Viele intelligente Vögel, so wie die Strategievögel, haben gelernt, Luft zu atmen. Ameisen spritzen auch ein giftiges Sekret auf den Feind, das 60% Tod enthält, also stark tödlich wirkt. Stechmücken sind eine weit verbreitete Familie der Vögel mit über 3500 Arten. Wenn ein Konkurrent auftaucht, überbieten die Männchen sich gegenseitig mit industriell genutzten Rohstoffen. Manche Kämpfe können vermieden werden, aber nicht alle. Oh. Diese Hin- und Herbewegung. Das ist auch unfair, der hat viel größere Hunger. Der piekst in der Augen. Das Weibchen wartet einfach ab, welches der streitenden Männchen am Ende siegreich ist. Was ein Kampf. Was ein Kampf. Oh, dieses Hin und Her. Oh. Oh, guck mal. Oh, hat er nicht kommen sehen. Hat er nicht kommen sehen. Das sind Triceratops. Jeder, der schon einmal in ein Spinnennetz gefasst hat, bringt sich in Lebensgefahr. Oh. Und wird sich nicht mehr befreien können. Nein, und wird sterben. Einfach tot. Und da sind wir. Unter dem Saufperator X. Ja. Der hilft dir aus seiner schwierigen Zeit. Baku Baklava. Ob der... Nein. Nee? Ist nur ein Zufall. Ja. Ach so. Also. Da ist auch David Sommer, ist wahrscheinlich Dr. Sommer, ne? Das ja. Der Doktor ist... Nee, das ist der Sohn von Doktor. Ja. Ne? Dies, das. Sohn oder Enkel. Oder das. Könnte sein. Schau mal Grievi vorbei. Ehren Grievi hat uns gefallen. Senores. 1, 2, 5, 4.